Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht. War gewesen, dass man wieder Jugend in den Zirkus reinbekommt. Und dann auch so, weil ich so gerne Horrorfilme sehe, weil ich so ein bisschen anders bin wie die anderen, haben wir uns alle auch überlegt, ja, warum nicht mal einen Horrorzirkus zu machen. Und dann 2011 war das gewesen, das erste Mal dann, dass wir dann einen Horrorzirkus dann gestartet haben. Herzlich willkommen! Unser festes Zuhause ist immer da, wo dieses Zelt aufgebaut wird. Das ganze Jahr unterwegs. Sollen wir unsere Panik erzeugen oder gar Angstzuständen leiden, dann ist jetzt eure letzte Chance, diesen Ort des Grauens zu verlassen. Dieses Jahr ist zum ersten Mal, dass wir eine richtige Tournee haben. Das heißt, jede Woche woanders oder alle 10 Tage. Unsere Gäste sind von jung, sag mal, bis älteres Publikum. Und vor allen Dingen, was wir auch erzielen wollten, haben wir auch bis jetzt gut erzielt, ist natürlich die Jugend, die normalerweise jetzt nicht so in den Zirkus geht. Aber im Horrorzirkus haben wir sehr, sehr viele Jugendliche. Hier. Muss ja auch schwarz sein, was tue ich nachher, dann das kriegst du nicht hin, wenn es zu. Ja. Ne? Musst du aber dann die Augen zumachen und nach oben gucken, ne? Ja, spritzt mir so wie in die Nase, kriege ich immer keine Luft. Bewerbung für den Horrorzirkus und ja, Anfang war es natürlich auch sehr schwierig, weil die Artisten normalerweise klassischen Zirkus nur gewöhnt sind. Ja, und für den war es auch etwas schwierig, als Horrorgestalten dann aufzutreten. Aber mittlerweile haben wir so ein super Team, also die können sich das schon gar nicht mehr anders da vorstellen. Also die Artisten, wo beim Horrorzirkus sind, sind speziell jetzt nur für den Horrorzirkus. Dafür sind sie auch da. Ich bin der Messerwerfer. Seitenbestie. Die Ohren ringsherum, die Läppchen schon, aber nicht so viel rein. Mhm. Sieht eh keiner. Und hier unten das hier. So. Also das ist eine extra Farbe für die Airbrush-Maschine, aber Body Painting. Also mit Wasser entfernbar und alles. Die Tournee geht bis Ende November und dann nächstes Jahr im Januar geht es dann wieder weiter. Also wir haben wirklich viele Fans, die auch mit Zombien vorne
verkleiden sich auch so hobbymäßig. Und na, da kommt der Horrorzirkus natürlich für denen gerade zugute. Und dann kommen die ständig nachgereist. Es sind natürlich auch verschiedene, ne, die kommen. Ja, doch wir haben treue Fans. Geschminkt habe ich mir immer gerne, weil es in der Manege immer besser rüberkommt, als wenn man ohne Schminke rumläuft. Wie beim, sagen wir, wie beim Theater. Das ist ja ein bisschen Faszination, wenn man sich beim herkömmlichen Zirkus auch ein bisschen anmalt. Da kann man sich hinter verstecken hinter der Maske. Gut, da haben wir einen dabei, der heißt Sean, der macht so ganz ekelhafte Sachen. Gut, der wird einen schon mal schlecht, auch mal schwindelig, dann müssen die kurz mal rausgehen, aber dann kommen die wieder rein, dann geht es auch dann wieder, ne? Sind auch schon welche umgekippt, also haben wir auch schon alles gehabt. Kreislaufprobleme, auf jeden Fall, ja. Es kommt schon vor, dass was passiert, natürlich. Ne? Aber bis jetzt beim Horrorzirkus ist natürlich noch nichts Schlimmes passiert. Aber was die Jungs da hinten dran machen, das nennt sich das sogenannte Todesrad. Man kann sich darunter vorstellen, es ist wie ein Hamsterrad. Man wird immer schneller machen, man macht Sprünge, macht verschiedene Saldos auf dem Rad und das machen die Jungs ganz gut. Die beiden kommen aus Chile. Wir wünschen euch einen hammerfreien Nachhauseweg und ein baldiges Wiedersehen in eurem